Ich möchte nun betrachten, wie man zu einer dynamischen Modellierung von DC-DC-Wandlern kommt, mittels Mittelwertmodelle. Das entspricht dann einer ähnlichen Vorgehensweise wie auch bei diesem PWM-Switch-Modell. Grundsätzlich ist die Vorgehensweise dabei in zwei Schritten zu sehen. Der erste Schritt ist, dass wir Mittelwerte für die Signale einführen. Das heißt, unsere eigentlichen Signale, die allgemeinen x von t, beschreiben, werden ersetzt durch Mittelwerte x' von t. Machen wir mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier rechts mal darstelle, den Stromverlauf in so einer Induktivität bei so einem DC-DC-Wandler, dann ist der hier so dreieckförmig. Dann wäre das hier das eigentliche Signal IL von t und der gleitende Mittelwert oder das Signal IL' von t soll jetzt hier dieses gestrichelte Signal sein, was jetzt hier über eine Periode denselben Mittelwert hat, aber nicht mehr diese hochfrequente Welligkeit enthält. Und das kann man berechnen, indem man hier den gleitenden Mittelwert über eine Periode bildet. Das heißt, das Integral über eine Periode gewichtet mit dem Faktor 1 durch t. Das heißt, 1 durch t mal Integral t minus t bis t von x von tau d tau. Und wir werden jetzt alle diese Signale in unserer Schaltung ersetzen durch diese gemittelten Signale, weil tatsächlich für das dynamische Verhalten im Wesentlichen nur diese Mittelwerte entscheidend sind, zumindest um zu einem einfachen Modell zu kommen. Das heißt, es werden insbesondere auch Schalter und Dioden durch Quellen ersetzt. Und zwar durch Quellen, sodass die Mittelwerte an den Klemmen gleich sind. Dieser erste Schritt wird uns auf ein nichtlineares Großsignalmodell des DC-DC-Wandlers führen. Das heißt, wir werden eine Schaltung kriegen mit gesteuerten Quellen, wo wir nichtlineare Differentialgleichungen oder nichtlineare Differentialgleichungssysteme ableiten können. Und um dann weiterarbeiten zu können, werden wir im zweiten Schritt dann eine Linearisierung durchführen. Und das führt dann auf ein lineares Kleinsignalmodell. Und in diesem kann man dann die Methoden der klassischen Regelungstechnik anwenden, das heißt Bode-Diagramme und Übertragungsfunktionen zum Beispiel ermitteln, um systematisch Regler auszulegen. Nichtsdestotrotz ist vielleicht das Großsignalmodell das Wichtigere, was im ersten Schritt gewonnen wird, weil Simulationsprogramme wie SPICE, zum Beispiel LT-SPICE, in der Lage sind, automatisch dann das Bode-Diagramm zu ermitteln, wenn wir ein nichtlineares Schaltungsmodell haben. Das heißt, dann muss man nicht von Hand sozusagen die Übertragungsfunktionen ermitteln, sondern man kann sich einfach das Bode-Diagramm plotten lassen. Jetzt wollen wir also angucken, wie wir dann unsere Schaltungsteile als DC-DC-Wandler so modellieren können. Im Prinzip waren da zwei Dinge drin. Das erste war der PWM-Modulator als nichtlinearer Block. Den wollen wir hier mal zunächst als Block betrachten, wie wir das hatten bei der Einführung zu der Modellierung. Das heißt hier ein nichtlinearer Block, der am Eingang eine zeitlich veränderliche Steuerspannung UC von t aufnimmt und am Ausgang ein pulsweitenmoduliertes Signal, eine Schaltfunktion d von t erzeugt. Das heißt, wenn wir die Ein- und Ausgangsgrößen betrachten, haben wir irgendwo hier dieses Signal uc von t, sozusagen am Eingang, und am Ausgang sollte ein pulsweitenmoduliertes Signal rauskommen. Das wäre jetzt der Signalverlauf d von t. Das heißt, tatsächlich könnte man sich das vorstellen, dass es beispielsweise durch einen analogen Pulsweitenmodulator mittels eines Komparators erzeugt wird, wenn man zum Beispiel die Spannung uc von t mit einem dreieckförmigen Trägersignal oder sägezahnförmigen Trägersignal uref vergleicht. Dann würde jetzt hier bei dieser Komparatorschaltung immer nur dann ein Halbpegel rauskommen, wenn der Momentanwert uc von t größer ist als uref. Das heißt, in diesem Fall wäre das zum Beispiel so, das heißt, das hier wäre uref von t, dieses sägezahnförmige Signal, und immer bei den Änderungen dieser Eingangsdifferenzspannung des Komparators kriegen wir einen Umschaltpunkt und erzeugen somit ein analoges pulsweitenmoduliertes Signal, was unsere eigentliche Schaltfunktion d von t ist. Und jetzt ist die Idee, wir wollen jetzt das ersetzen durch ein Mittelwertmodell. Das heißt, um jetzt zu einer dynamischen Modellbildung zu kommen, müssen wir jetzt nicht mehr mit den Größen uc von t und d von t arbeiten, sondern wir wollen hier
UC' haben, irgendeinen Block und dann hier das Signal D' rauskriegen. Was ist jetzt das Signal D' und was ist das Signal UC'? Tatsächlich sehen wir, okay, wenn jetzt hier UC von T wie hier sehr, sehr langsam veränderlich ist oder sogar konstant, dann ist UC von T in diesem Fall gleichzeitig UC'. Und hier in diesem D von T drin, wenn wir dort mitteln, dann kriegen wir sozusagen als Wert D', diesen gleitenden Mittelwert, tatsächlich ja bloß diesen konstanten Wert für das Tastverhältnis raus, der sich in diesem Falle hier nicht stark ändert. Das wäre dann einfach sozusagen diese durchgezogene Linie. Wie entsteht die jetzt? Tatsächlich ist jetzt hier D' oder D-Mittel ja eigentlich bloß das Tastverhältnis und das hängt zusammen mit den Momentanwerten von UC und dem Spitzenwert UREF Max, den hier dieses sägezahnförmige Trägersignal hat. Ja, können wir uns einfach vorstellen, wenn UC 0,5 UREF Max ist, kriegen wir 50% Tastverhältnis, also dem Mittel 0,5 ist das UC, wie hier dargestellt, bei 1/3 von UREF Max kriegen wir ein Tastverhältnis von 0,33, also ist das Tastverhältnis direkt umgekehrt proportional zu diesem UREF Max, beziehungsweise das Tastverhältnis wäre einfach UC Mittel geteilt durch UREF Max. Und das übersetzt in einen Block bedeutet, wir haben hier ein P-Element mit dem konstanten Faktor 1 durch UREF Max, das heißt der P-Verstärkung, und das erzeugt unser gemitteltes Tastverhältnis anhand dieser Gleichung. Und so können wir dann den PWM-Modulator ersetzen, um zu einem Mittelwertmodell kommen. Das heißt, wir werden tatsächlich, wenn wir jetzt dynamische Modelle machen, den PWM-Modulator hier ersetzen durch ein P-Element. Wie werden jetzt Schalter und Dioden oder Schalternetzwerke durch Mittelwerte ersetzt? Dazu ist eine Betrachtung wichtig. Wir haben bei den standardmäßigen DC-DC-Wandlern immer sozusagen ein Paar von Bauelementen, die sich im Stromfluss abwechseln. Das heißt, es wechseln sich eine Diode und ein Schalter im Stromfluss ab. Und diese können wir ersetzen durch ihre Mittelwerte, aber wir müssen das sozusagen immer gleichzeitig tun. Wir dürfen ein Element zum Beispiel durch eine Stromquelle ersetzen, müssen dann das andere aber durch eine Spannungsquelle ersetzen oder umgekehrt. Und das ist eine ähnliche Idee wie bei dem PWM-Switch-Modell. Das heißt, wenn wir zum Beispiel den Tiefsatzsteller betrachten, da ist so ein Schalternetzwerk drin, haben wir eine Verbindung über einen Schalter zur Eingangsspannung und eine Diode nach Masse. Und diese beiden Schalter und Diode wechseln sich jetzt ab. Und die Idee ist jetzt, ich will zu einem Modell kommen, das bezüglich seines Klemmverhaltens, ja, wenn wir hier sagen, das ist ein Strom I1 gleich der Strom durch den Schalter IS. Ich habe hier eine Spannung U1 angelegt und ich habe hier drüben eine Spannung U2 und eventuell hier irgendwo ein Strom I2 rausfließen. Dann will ich ein Modell haben, ohne jetzt zu wissen, wie das innen drin aussieht, was sozusagen dasselbe Klemmenverhalten hat. Das heißt, hier an der Ausgangsklemme soll U2 Mittel entstehen, hier an der Eingangsklemme legen wir U1 Mittel zum Beispiel an. Es soll dann hier ein Strom I1 Mittel reinfließen und hier gegebenenfalls der Strom I2 Mittel rausfließen. Das heißt, wenn wir das als Mittelwerte modellieren, will ich quasi irgendetwas haben, was ich hier reinpacken kann, was jetzt das gleiche Verhalten zeigen wird, aber bezogen auf die Mittelwerte wie dieses linke Schalternetzwerk. Und das ist eigentlich die Idee dieses PWM-Switch-Modells. Betrachten wir also den Stromverlauf durch den Schalter IS von T und den Spannungsverlauf an der Diode über eine Periode. Während der Einschaltzeit nimmt der Strom linear zu. Dann wird er auf 0 springen, weil dann die Diode Strom führt und nach Ablauf der Periode wiederholt sich das periodisch wieder. Das heißt, wir hätten zum Beispiel so einen trapezförmigen Stromverlauf für den Schalterstrom IS. Ja, während dieser Zeitdauer D mal T wäre das trapezförmig, während der Zeitdauer zwischen D mal T und T hätten wir einen Stromverlauf von 0. Und dann könnte man sagen, okay, tatsächlich, hier gibt es einen Mittelwert. Das könnte zum Beispiel der Mittelwert sein, IS Mittel. Das heißt, um das jetzt zu modellieren, könnte ich sagen, ich ersetze diesen Schalter
durch eine Stromquelle, die jetzt den Strom IS Mittel führt. Und dann hätte ich hier bei Anlegen einer mittleren Spannung denselben mittleren Stromverlauf wie jetzt bei dem eigentlichen Schalternetzwerk. Ja, tatsächlich wird das hier sein, IS Mittel wird in diesem Fall D Mittel mal I2 Mittel sein. Weil wenn wir uns vorstellen, es wäre ein Tiefsetzsteller, wäre hier I2 der Strom durch die Induktivität und der Mittelwert des Schalterstroms wäre im stationären Zustand D mal IL. Weil wir aber jetzt hier dieses veränderliche Tastverhältnis D Mittel eingeführt haben, ist es deswegen D Mittel mal I2 Mittel. Und deswegen kriegen wir hier eine gesteuerte Quelle, die sozusagen von diesem zeitlich veränderlichen Tastverhältnis gesteuert wird. Und für die Spannung an der Diode sehen wir hier, die Spannung UD ist gleich der Spannung U2. Wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird die Diode hier den Wert der Spannung U1 sehen als Sperrspannung. Wenn wir die Ausschaltzeit des Schalters haben, leitet die Diode, vorausgesetzt wir sind im kontinuierlichen Betriebsmodus. Und dann kriegen wir hier so einen rechteckförmigen Spannungsverlauf für die Diodenspannung, was gleichzeitig die Spannung U2 ist. Und jetzt ist die Idee bei dieser Mittelwertmodellierung, wir wollen ja ein Netzwerk haben, was bezüglich des Klemmensverhaltens gleich ist. Also könnte man sagen, wir ersetzen jetzt hier das durch etwas, was denselben Mittelwert UD Mittel hat. Und das wäre in diesem Fall D Mittel mal U1 Mittel. Unter der Voraussetzung, dass hier D Mittel gleich dem Tastverhältnis D ist. Und dann bedeutet das in unserem Ersatzmodell, wir machen hier eine gesteuerte Spannungsquelle rein. Statt der Diode mit UD Mittel ist gleich D Mittel mal U1 Mittel. Und dann haben wir hier unser Mittelwertmodell im Sinne des PWM-Switch-Modells abgeleitet. Wir haben im Prinzip den Schalter ersetzt durch eine Stromquelle, die denselben Mittelwert hat. Und die Diode haben wir ersetzt durch eine Spannungsquelle, wobei hier die Spannung an der Diode denselben Mittelwert hat bei dieser modellierten Quelle. Und so kommt man zu Modellen für die DC-DC-Wandler, wobei jetzt hier diese Werte IS-Mittel und UD-Mittel Funktionen von D sind. Das heißt von dem mittleren Tastverhältnis D Mittel. Wichtig bei dieser Modellierung, man muss immer ein paar von Schaltern, die sich abwechseln, im Stromfluss ersetzen. Entweder den Schalter durch eine Stromquelle und die Diode durch eine Spannungsquelle. Es geht aber auch genauso umgekehrt. Wichtig ist aber, dass man sozusagen das Paar gleichzeitig ersetzt. Also ich kann jetzt nicht beliebig irgendwelche Schalter einfach nur durch Stromquellen ersetzen. Ich muss immer gleichzeitig auch die zugehörige Diode oder den zugehörigen synchronen Schalter ersetzen. Etwas einfach ist es, wenn man nur dieses PWM-Switch-Modell nimmt und sozusagen identifiziert in der Schaltung, okay, ich habe dieses Netzwerk mit diesen Klemmengrößen, was ich ja bei den drei grundlegenden DC-DC-Wandlern habe und ersetzt dann einfach diese ersetzt dann einfach das, was in diesem Kasten ist, sozusagen durch dieses Modell hier und kann dann ganz einfach eine, wie auch immer, und kann dann ganz einfach ein wie auch immer geartetes Großsignalmodell erstellen. Tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, wenn man jetzt andere DC-DC-Wandler betrachtet, wo zum Beispiel die
der Schalter und die Diode voneinander getrennt sind, sich aber trotzdem im Stromfluss abwechseln, wie zum Beispiel bei dem SEPEG-Wandler, da ist es sinnvoller, sich sozusagen das so vorzustellen, dass man einen Schalter ersetzt durch eine Stromquelle und die zugehörige Diode durch eine Spannungsquelle. Dann kann man nämlich diese Methode dort genauso anwenden. Man muss dort auch bloß die Zeitverläufe sich angucken, nimmt denselben Zustand hier raus und ersetzt dann zum Beispiel den Schalter durch eine Stromquelle und die Diode durch eine Spannungsquelle, wobei in beiden Fällen diese dann auch dort Funktionen vom Tastverhältnis sein werden. Die Modelle, die wir jetzt hier so ableiten, sind begrenzt auf den kontinuierlichen Betriebsmodus. Das heißt, wir müssten es anders angehen, wenn der Stromverlauf in der Induktivität lücken könnte. Oder wir sagen, wir beschränken uns sozusagen auf diese DC-Wandler mit Synchronleichrichter, dann gelten auch diese Modelle. Ich möchte nun ein Beispiel in diesem Sinne betrachten, wie man zu dieser Modellierung kommt. Und zwar als Beispiel nehmen wir einen Tiefsetzsteller. Das heißt, ich habe hier den Schalter, Diode, Ausgangsfilter und einen Lastwiderstand. Und wir haben dann hier die Eingangsspannung, Strom durch die Induktivität, IL, die Ausgangsspannung, UA. Und das wären jetzt alles hier normale Zeitfunktionen. Und jetzt wollen wir das ja ersetzen durch ein Mittelwertmodell. Das heißt, wir könnten sagen, hier oben ist unser Block mit diesem PWM-Switch. Und der wird gesteuert über diese Schaltfunktion D von T. Und jetzt gehen wir über und wollen daraus ein Mittelwertmodell machen. Nach dem, was wir gerade betrachtet haben, ist die Vorgehensweise, okay, wir ersetzen Schalterstrom, wir ersetzen den Schalter durch eine Stromquelle, sodass wir den gleichen Mittelwert kriegen, und wir ersetzen die Diode durch eine Spannungsquelle, sodass wir dort auch den gleichen Mittelwert der Spannung kriegen. Das heißt, formal könnten wir sagen, es gilt hier, der Strom IS von T ist D von T mal IL von T, das heißt, diese Schaltfunktion, dieses pulsweitenmodulierte Signal, multipliziert mit dem dreieckförmigen Stromverlauf IL von T, schneidet sozusagen dann dieses Trapez aus, und gleichzeitig UD von T wäre D von T mal UE von T. Und wenn wir das jetzt in einem Mittelwertmodell betrachten, führt das dazu, dass wir sagen, okay, wir kriegen jetzt hier einen Strom IS Mittel und eine Spannung UD-Mittel, und diese kann man jetzt näherungsweise so schreiben, als das ist D-Mittel mal IL-Mittel oder für UD-Mittel D-Mittel mal UE-Mittel. Tatsächlich ist das nicht ganz mathematisch an dieser Stelle korrekt. Man müsste also diese gleitende Mittelwertbildung tatsächlich auf der linken und rechten Seite anwenden, aber das hier ist eine relativ gute Näherung, die dann funktioniert. Das heißt, es gilt näherungsweise, der Mittelwert eines Produktes F1, F2 von zwei Funktionen ist ungefähr das Produkt der Mittelwerte. Das haben wir hier sozusagen benutzt. Und dann gehen wir über im Mittelwertmodell. Alle Größen werden durch ihre Mittelwerte ersetzt. Und dann haben wir jetzt hier am Eingang die Spannung UE Mittel. Der Schalter wird durch eine Stromquelle ersetzt mit dem Wert IS-Mittel gleich D mal IL-Mittel. Die Diode wird ersetzt durch eine Spannungsquelle mit dem Wert UD-Mittel gleich D-Mittel mal 1-Mittel. Und die restlichen Bauelemente bleiben identisch, nur dass jetzt hier die Signale als Mittelwerte IL-Mittel und hier am Ausgang UA-Mittel betrachtet werden. Und dann haben wir jetzt hier ein Modell, was für Mittelwerte das dynamische Verhalten unseres Systems beschreibt, und wir haben sozusagen das Schalternetzwerk hier durch dieses PWM-Switch-Netzwerk ersetzt. Tatsächlich mein Vorgehen beim Modellieren, was ich empfehlen würde, ist, dass man sich tatsächlich anguckt in so einem Schaltzustand Schalterstrom und Diodenspannung und diese jeweils ersetzt und nicht bloß formal dieses PWM-Switch-Modell einsetzt. Und mit diesem Modell können wir dann letztlich jetzt arbeiten. Das heißt, wir haben hier jetzt ein nicht lineares Großsignalmodell.
das zum Beispiel in der Simulation genutzt werden kann, um für die Mittelwerte das dynamische Verhalten zu ermitteln oder auch automatisiert daraus das Bode-Diagramm zu ermitteln. Was haben wir gewonnen in der Modellierung? Dieses Modell ist jetzt zeitinvariant. Ja, vorher das eigentliche geschaltete Modell war zeitvariant durch das Schalten. Jetzt haben wir ein zeitinvariantes System, das nicht linear ist,